Moin Leute. Ja, und zwar ist jetzt vor kurzem der erste Trailer zum neuen Mortal Kombat Film erschienen. Und ich dachte mir, ich mache dazu einfach auch mal eine Reaction, weil ich den ersten Film, der damals rausgekommen ist, in Ende der 90er, fand ich ziemlich cool. Ja, das ist so ein kleines Guilty Pleasure auch heute noch für mich. Also, ne, Guilty Pleasure kurz erklärt, ein Film, den ich nicht, also qualitativ, nicht wirklich gut finde. Aber mit dem ich halt trotzdem meinen Spaß habe. Ja, war zu der Zeit einer der besten Videospielverfilmungen, würde ich sagen, und auch heute noch, die es gibt, neben Silent Hill. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, den ersten, ja, würde ich sagen, ihr könnt euch den mal angucken. Allerdings dann natürlich mit dem Auge eines Menschen, der zu der Zeit gelebt hat. Sprich, die Effekte, die sind natürlich heutzutage, waren sie, glaube ich, auch damals schon, nicht mehr der absolute Burner. Genauso wie die Story ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie super komplex, auch nicht die Charaktere. Da geht es halt wirklich darum, wie wurde das Spiel umgesetzt und ja, war ganz gut, würde ich sagen. Der zweite Teil war dann ein ziemlicher Reinfall, ne? Mortal Kombat Annihilation hieß das Ganze, glaube ich. Die Effekte wurden noch schlechter, Christopher Lambert war nicht mehr dabei als Raiden. Ja, nicht so geil. Die Serie hingegen, die dann danach noch erschienen ist, die war ziemlich gut, wurde leider nach einer Staffel abgesetzt. Hat mir aber sehr gefallen und ja, ich denke, ne, das Titelthema kennt, glaube ich, irgendwie fast jeder, selbst wenn er den Film nicht gesehen hat. Gespielt habe ich die Spiele nicht. Ich bin nicht so ein großer Kampfspiel-Fan, weil ich einfach nicht gut drin bin. Aber ich fand die Story halt immer ganz cool. Und ja, falls ihr Berührungspunkte mit Mortal Kombat gehabt habt bis jetzt, komischer Satz, ja, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und vor allen Dingen hier aber auch nochmal eine Warnung. Ich habe gelesen, der Trailer soll sehr, sehr brutal und sehr, sehr blutig sein. Ich werde das Video eventuell dann auch ab 18 Jahren freigeben, muss ich mal gucken. Also eine Jugendschutzwarnung reinballern. Solltet ihr Probleme mit krasser Gewalt haben, würde ich euch vielleicht empfehlen, dass ihr zum Ende springt. Na, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt, vielleicht noch. Ich werde dann eventuell auch nochmal so einen Timestamp einfügen, also dass ihr quasi direkt den Reaktionspart überspringen könnt, um euch meine Meinung dazu anzuhören. Ja, ne? Warnungen wurden rausgegeben. Ich habe kurz erklärt, was damit auf sich hat. Ich würde sagen, legen wir los. Den Animationsfilm habe ich übrigens auch gesehen. Den fand ich auch ziemlich cool. Den Scorpions Revenge hieß er, glaube ich. Und was ich gelesen habe, sollen Sub-Zero und Scorpion auch hier vorkommen. Klar, müssen sie ja. Und los geht's, Leute. Ich mache hier noch mal eine Order. Upsala. Was ist denn da los? So. Ab geht's. Ich weiß seit 7 Jahren davon. Aha. Durch eine Mission in Brasilien. Sub-Zero? Eines flüchtigen Verbrechers. Als wir ankamen, vernichtete er die Einheit in Sekunden. Das sieht geil aus. Das Ziel hat übermenschliche Kräfte. Ja, leicht, leicht. Ach, das ist der eine Typ aus er hatte das gleiche Mal Into the Badlands. Das ist ein Geburtsmal. Cole, das ist kein Geburtsmal. Das ist ein bisschen lame. Du wurdest auserwählt. In der Geschichte wird in verschiedenen Kulturen der Welt Mortal immer wieder Kombat ein großes Turnier erwähnt. Oh. Der Champions. Dieses Drachenmal. Ich glaube, es ist eine Einladung. Ach, das ist doch bestimmt Scorpion. Zur Teilnahme am sogenannten. Oder Hanzo, wie er heißt, bevor er zu Scorpion wurde. Ja, ja, ja. Mortal ja. Kombat. Leicht blutig. Das sind deine Champions. Ich bin Sonya. Das ist Kano. Ich bin Liu Kang. Ich heiße Jax. Kung Lao. Kung Lao. Lord Raiden. Ja, Mann. Das Schicksal der Erde liegt in unseren Händen. Der Bäcker, neues Zeit. Ganz egal, wie viele meiner Leute ihr unter die Erde bringt. Wir werden nicht scheitern. Das war Shao Kahn, das war Shang Tsung. Oh, Goro. Das sieht doch geil aus, oder? Ich bin Sub-Zero.
Komm her! Oh nein. Haben wir das echt übersetzt? Mortal Kombat! Keiner gewinnt. Du verschissenes Prachtstück. Ach, immer noch mit. 2,21. Geil. Aber ich muss mir den nochmal im Englischen angucken. Das mache ich, glaube ich, auch immer kurz. Da. Official Restricted Trail. Oh, was ist denn da los? Ja, okay. Eindeutig die ab 18 Warnung, das mache ich dann auch. Legen wir mal los. Gehen wir rein. Also wird wahrscheinlich auch anscheinend PG. Ne, R-Rated sein. So. Das ist in den USA auch ja quasi ab 18 dann. Ich denke mal, bei uns wird er dann auch mindestens eine ab 16 Freigabe kriegen. Los geht's, zeig mir den englischen Trailer. Ich kann mit dem Scorpion-Spruch im Deutschen nicht leben, das geht nicht. Das sieht doch geil aus. Das mit den Armen, ey. Aua. It had the same marking you do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? Ja, das mit dem Birthmark, das finde ich irgendwie komisch. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen. A chosen one? Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament. Ja. Lord Raiden. That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known. Geil. As Mortal Kombat. These are your champions. I'm Sonya. That's Kano. I'm Liu Kang. Thanks, Jax. Kung Lao. Go. Lord Raiden. Oh. The fate of Earth is in our hands. No matter how many of my people you put in the ground, we will not fail. Shao Kahn. Kill them. Sieht geil aus. Ja, das ist schon deutlich besser. Das ist schon viel, viel geiler. Finish him! Kano wins. Geil. Kano wins. Er ist auch mega geil. Ja. Ich denke, ihr habt es gesehen. Ne? Während des Trailers war ich ordentlich am Grinsen. Ziemlich cool. Also besser, als ich es erwartet hätte tatsächlich. Und warum ich den Trailer nochmal auf Englisch gucken musste, ganz einfach. Und zwar hat Scorpion, das ist der Herr, den man am Ende gesehen hat mit dem Seil, der hat so einen Signature-Spruch, den er immer raushaut. Ja, den haben sie jetzt im Deutschen übersetzt mit "Komm her!" Und im Englischen sagt er halt "Get over here!" Und das halt eine Million mal besser. Ja, sieht cool aus, definitiv. Und diesmal habe ich gelesen, sollen sie tatsächlich auch ja, als Schauspieler Leute reingeschafft haben, die tatsächlich auch kämpfen können, was ich immer sehr begrüße. Na, ich meine, warum sollte ich halt jemanden in einen Kampfsportfilm lassen, der nicht kämpfen kann? Finde ich immer irgendwie komisch. Ich meine, The Raid hat es ja auch gezeigt. Nein, das waren ja auch alles Stunt-Leute und die Filme sind halt mega geil. Kann ich nur empfehlen, The Raid 1 und 2.
sind, genauso wie hier auch Mortal Kombat, keine Storyfilme, ja. Das dürft ihr davon nicht erwarten. Es ist halt wirklich knallharte Action, alles ab 18. Da wird ordentlich, ja, sich ordentlich geprügelt, mit viel Blut anscheinend auch, so wie es aussah. Die Finisher habe ich gelesen, aus dem Spiel soll es auch geben, zumindest teilweise, die Fatalities. Und ja, wie fandet ihr den Trailer? Seid ihr meiner Meinung? Fandet ihr das auch geil? Oder sagt ihr, okay, nee, das ist mir viel zu brutal, das ist komplett übertrieben, gar nicht mein Ding? Oder seid ihr vielleicht sogar Fans des Spiels und könnt da noch mal ein bisschen mehr zu sagen? Würde mich sehr interessieren. Ich find's cool, ich bin gespannt. Das Ganze soll in Deutschland, glaube ich, am 18. April in die Kinos kommen oder am 8. April, irgendwie so. Ich kann nochmal nachschauen, kurz. Zurück. Steht das bei der deutschen Fassung dabei? Nee, steht jetzt hier nicht. Ich glaube, am Ende des Trailers stand es auch nicht. Nee, stand einfach nur 2021. Ich meine, gelesen zu haben, der kommt so auch um den 8. bis 18. April rum, irgendwie sowas. Sehr gespannt. Soll dann natürlich auch, wenn es hier im Kino nicht kommt, erstmal auf Sky Ticket dann wahrscheinlich starten. Oder bei Sky generell. Ist ja auch wieder Warner Brothers / New Line Cinema, die ja auch den ersten Mortal Kombat produziert haben und früher auch die Herr der Ringe Teile. Ja, kann ich dazu noch was sagen? Fällt mir noch was ein? Genau. Nochmal zu der Veröffentlichungspolitik. Und zwar wurde ja bei Wonder Woman das jetzt so beschlossen, dass es erst auf Sky Ticket kommt. Ist jetzt seit gestern, also ich drehe das jetzt am Freitag, 19., am 18., seit dem 18. bei Sky verfügbar und soll dann erst später eventuell dann noch in die Kinos kommen. Ich hoffe wirklich, dass die Kinos bald aufmachen. Ja, ich habe Bock auf Kino. Ich hoffe, ihr auch. Ja, das war's dann mal wieder von heute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dem Trailer, genauso wie ich. Und man sieht sich. Macht's gut.